Nun sitze ich da, er kommt mit dem Satz herbei, der Wagen wird dann soweit fertig, ich freue mich drüber, weil sowas finde ich aber wundervoll. Und dann sieht er, und das jetzt wirklich wahr, dann sieht er, dass ich am Schreiben bin. Dann guckt er und sagt, Herr Beikirscher, was machen Sie denn da? Ja, sag ich, Herr Schäfer, ich bin schwerstens in der Bedrulle. Ich schreibe mein neues Buch, ich muss bis zum 20. fertig sein und ich weiß nicht, ob... Da guckt er mich an und sagt, Buch schreiben! Aus dem Kopf! Ich meine, ich möchte es mal so sagen. Wenn man sowas erleben darf, da springst du auf, da dankst du deinem Herrgott, dass er dich im rheinischen Universum leben lässt. Ich meine, ich weiß nicht, woraus andere ihre Bücher schreiben. Oder hier, Juni 2008. Ich spiele eine Woche im Senftöpfchen-Theater, Sie wissen schon, hinter der Philharmonie, bei der Alexandra, der wundervollen Prinzipalin. Da spiele ich eine Woche, etwa wärmt, etwa schwül, etwa drückend die Scheinwerfer, also direkt in mir sehe ich hängen, verstehst? Und du bist am Schwitzen, was das Zeug hält. 3, 4 Liter Wasser, alles in die Schuhe. Oh, man. Ich freue mich dann natürlich, dass ich dann, wenn die Vorstellung vorbei ist, dass ich dann noch kurz an der Theke beim schönsten Mann Görns Franco ein Gläschen Wein trinken kann. Und seit 30 Jahren kennen wir uns, sind gute Freunde. Franco ist übrigens, wo Sie gerade sagen, Apulien. Ja, Franco ist, Franco kommt aus Taranto. Taranto, das ist da, wo die Italiener sagen, dass sie aus Tarent, da haben die alten Griechen ca. 700 vor Christus die erste Reiskolonie gemacht und Frankos Großeltern waren damals schon dabei. Und er kam vor 40 Jahren nach Köln, Franco spricht dieses wundervolle Italo-Deutsch. Er spricht ein feines Deutsch, hat einen großen Wortschatz. Er gehört aber zu diesen feinen Italienern, die kriegen also die Deutschen, die haben, sagen wir mal, mit den Konsonanten. Es ist aber auch furchtbar. Mein Gott, was wir Konsonanten haben. Hier, jeder Pizzakellner, wenn du bezahlst, fragt er, es hat gut geschmeckt. Dieses Wort geschmeckt, geschmückt, schmückt. Das ist für Italiener der Tod, das ist das Koma, das ist der Artikulationszusammenbruch, das geht nicht, geschmeckt, weil schmückt, das geht nicht. Weil der Italiener, der muss da ein A, ein E dazwischen schieben, damit es schöner läuft. Und das heißt natürlich nicht, kein Pizzakellner wird sie fragen, es hat gut geschmeckt, er wird sagen, es hat da gut geschmeckt. Und so ist es schön, ne? Und so ist es wunderbar, das fließt, es hat da gut geschmeckt. Und hier Franco. Franco ist ein Meister in dieser Hinsicht. Jahre her, da komme ich auch wieder nach der Vorstellung zu ihm und wir plaudern so immer Kauderwelsch, Italo-Deutsch. Und er sagt dann, oh, habe keine Zeit, muss er weg, muss er weg, muss er weg. Da sag ich, Franco, ja, was ist denn los? Und er war ganz nervös. Ja, muss er weg, muss er weg, muss er weg. Er sagt, Franco, um Gottes Willen, wohin muss er denn? Ja, muss er weg, aber Verabredung. Verabredung, schön, was ist denn die Verabredung? Ja, sagt Franco, in Canapasaccaurt. Da musste auch ich bin gewandt bei diesen Dingen, ein bisschen überlegen. Canapasaccaurt heißt Knappsack hört. Ja, aber es ist schon fertig mit der Welt. Ja, also, nein. Auf Franco lasse ich, aber das meine ich jetzt wirklich ernst. Wirklich überhaupt nichts kommen. Franco ist ganz wunderbar. Und es ist nicht nur meine Meinung. Seit 30 Jahren sind die kölschen Mädchen auch hinter Franco. Jedenfalls, wo waren wir dran? Ich komme nun an die Theke und wir plaudern ein bisschen. Und nun gegen Mitternacht, das wollte ich an für sich erzählt haben. Immer noch wahre Geschichten aus dem rheinischen Universum. Sitze ich im Wagen für nach Hus für zu fahren. Ich fahre die komfortable Köln-Bonner Autobahn, die eigentlich Bonn-Kölner Autobahn heißen müsste, weil sie ist nicht dafür gebaut worden, dass die Kölner nach Bonn, sondern sie ist gebaut worden, dass die Bonner nach Köln fahren können. An für sich könnte man auf die drei Fahrspuren von Köln nach Bonn verzichten, weil kein Kölner ist jemals nach Bonn gefahren. Nun fahre ich da, also die historische Autobahn Richtung Bonn. Ich bin um 12:30 oder was bin ich in Bonn, Verteilerkreis Bonner Norden, und lande da in einem Stau.
Und zwar nachts um 12:30 lande ich in einem Stau auf der Köln-Bonner Autobahn Richtung Bonn. Also das ist schon... Ich lande im Stau. Es ist dunkel, die Autobahn ist verqualmt, alles steht. Dahinter sind, ist Knauber, Obi, Zeusch. Nee, Praktiker haben wir nicht. Ich wollte jetzt gerade alle nennen, damit wir nicht im Fernsehen in die Bedrohung kommen, hier mit Schleichwerbung oder was. Aber dahinter sind also diese Art von Läden. Und da dachte ich schon, dann sind die Ölfässer umgefallen, alles ist auch verqualmt. Aber ich lande in dem Stau. Es geht gar nichts mehr. Und ich gucke mich natürlich um. Ich sehe, dass die vor mir, die hinter mir in den Autos auch alle ratlos sich umgucken. Ich gucke nach links. Was sehe ich? Die Bonner Müllverbrennungsanlage. Ich sehe der Trinnekensturm da. Und aus dem Trinnekensturm, da kommen Flammen, aber frag nicht nach Sonnenschein. Wirklich Flammen, unglaublich. Da drüber giftgrüne, giftgelbe Wolken. Da drüber schwarze, fette Rußwolken. Der ganze Modder wälzt sich auf die Autobahn runter. Also es war ein ziemlich endzeitiges Szenario, sehr apokalyptisch. Und ich sehe nun in diesen Qualmwolken, sehe ich vorne die Andeutung von zwei Blaulichtern, Mannschaftswagen, Polizei, was weiß ich, technisches Hilfswerk, man weiß ja nicht, wer alles 10.000 Meter unter Wasser arbeitet. Jedenfalls, also schon irgendwie, ich höre eine Lautsprecherdurchsage, eine von diesen, wo man nie ein Wort versteht. Schön, wunderbar. Jetzt ist es ja so, wenn du da schon mit dem Auto stehst, du siehst die Giftwolken auf dich zukommen, du hast nur einen Gedanken, sofort die Klimaanlage ausmachen, habe ich im Handschuhfach eine Gasmaske und du hörst, dann möchtest du wissen, wenn ich schon sterben muss, woran sterbe ich dann? Also, da, ja, natürlich, dass wenn du oben an die Himmelsport küsst, der Petrus sagt, ja, woran bist du dann gestorben? Dann kannst du sagen, ich wort nicht. Ne? Also, die da, ne? Das ist wichtig, ne? Wer weiß. Und, also, das heißt, alle wollten wir wissen, ja, woran stirbt man denn? Das bedeutet, alle, auch ich, keine Sekunde überlegt, nach der Durchsage, erstmal die Fenster aufmachen, um überhaupt zu hören, was ist dann da los. Nun hören wir alle, auch ich, die Durchsage, Achtung, Achtung, hier spricht die Polizei, bitte schließen Sie sofort alle Fenster. Schön. Jetzt ist der Rheinländer, wenn er manierlich um was gefragt wird, dann ist er ein durchaus kooperativer Mitbürger. Also so ist er nicht. Der Rheinländer schwuppt mir alle, natürlich, ich auch, die Fenster hochgefahren und... Wir leben aber im rheinischen Universum. Und was ist passiert? Nachdem wir uns selbst schützend alle die Fenster hochgefahren haben, passiert Folgendes. Auch ich habe es gemacht, ohne eine Sekunde zu überlegen. Und nachher dachte ich mir, mein Gott, ich bin nicht mehr Immi, ich bin richtig gebürtiger Rheinländer mittlerweile quasi. Alle die Türen auf, alle Türen auf, alle raus, alle gucken. Nee, ist das dann einfach Punkt? Nee, das ist das nicht. Hier die Hand für die Wand. Dort. Nee. Ja, ich meine, ist das nicht wunderbar? Aber so muss es doch sein. Ich bin nach Haus gekommen. Ich habe dem Festkomitee davon erzählt. Wir haben Tränen gelacht und machen so ein Fläschchenwinken auf. Und das ist schön und das wird 3 Uhr. Ja, so ist das Leben ein Vergnügen. Schön. Wo waren wir dran? Oder zum Beispiel Liechtenstein. Liechtenstein, Janava, auch ein Wort wie eine Gurkenmaske, Janava. 20 Mal Janava, technisch ausgesprochen und die Falten sind weg, kann ich sagen. Also Janava, 2008, Sie erinnern sich noch, Liechtenstein, das war da, wo dieser Drecksack die CD mit Kundendaten, Bankkontendaten, verstehst du, hat der von Liechtenstein rüber an die Staatsanwaltschaft Bochum verkloppt. Wir wissen noch, die Dinge, die Zeitung, die nicht genannt werden will, mit den 4 Buchstaben, also keine Kölner Zeitung, die hat geschrieben, 1,7 Millionen Euro hätte dafür gekriegt, dass er die CD rüberbringt nach Dinges. Mag ja sein, ich habe darauf gewartet, hat er das versteuert? Davon haben wir nichts erfahren.
ja, Liechtenstein. Und der hat ja irgendwie, also Menschen, die da Steuergelder oder Zeug nach Liechtenstein gebracht haben, das hat er nach Staatsanwaltschaft Bochum verkloppt. Und übrigens ist das heute gar nicht mehr möglich. Nee, möglich schon, aber nicht mehr nötig. Ich habe von einem hohen Finanzministerium, die haben noch einen Ableger in Bonn, das Bundesfinanzministerium hat einen Ableger in Bonn, eine Abteilung, und die sind ausgerechnet da, die sind in Bonn, ich sag mal die Adresse, am Dickobskreuz. Wir haben in Bonn nicht viel. Wir haben vielleicht 150 Meter Straßenstrich, und genau da sind die. Man kann sich auch die Dinge aussuchen. Gut, jedenfalls, da ist das Bundesfinanzministerium, und das ist sicher schön. Ne? Also, ist auch schön, wenn du rauskommst von der Arbeit, noch ein bisschen Leben vor der Hütte. Da habe ich erfahren, dass es mittlerweile nicht mehr nötig ist, CDs mit wirklichen Kontendaten zu verkloppen. Mittlerweile langt es, das hat er mir wirklich erzählt, es langt, wenn man ankündigt, man hätte eine CD. Das langt dafür, dass 800 bis 1000 Steuersünder sofort sich freiwillig melden. Du sagst einfach, ja, da kriegen wir eine CD nach Württemberg. CD über Steuersünder haben wir aus Liechtenstein gekriegt. Ne? Sofort, schwupp, zack, 1000 Mann. Jede einzelne Meldung, sagte mir der, ist gut für gut 1 Million Zeug. Da musst du mal den Italienern erzählen, dass du nur sagen musst, du hättest eine CD, und schon zahlen die Deutschen freiwillig. Die sind bekloppt, die Deutschen. Aber gut, aber wie gesagt, da war nun die CD, da waren ja Daten drauf. Und da war, überwiegend waren da Daten drauf von Kölner mittelständischen Unternehmen, und die Aufregung war groß, kann ich sagen. Ich kenne ein paar Leute, die mit der Klientel zu tun haben, ehrenwerte Klientel natürlich. Da war ja nur noch im ganzen Januar die Frage, stehe ich auf der CD drauf, stehe ich nicht auf der CD drauf, wenn ich nicht auf der CD stand, warum stehe ich da nicht drauf? Du warst ja gesellschaftlich tot, wenn du da nicht drauf standst. Es soll Karnevalsvereine, Gesellschaften gegeben haben. Die haben die nicht auf der CD-Drupp stunde, von der ersten Reihe im Gürzen nicht zurück auf die 17. Reihe gesetzt. Verstehst? Ja, da bist du fertig mit der Welt. Ja! Nur, et jete noch wegen Liechtenstein. Liechtenstein ist ein kleines Land. Das wissen wir ja. Aber Liechtenstein, sagen wir mal anders. Ich war von Kindheit an ein Fan von dieser Rubrik, die gibt's schon seit 200 Jahren. Wussten Sie schon das? Bonk, bonk, bonk. Gerne die Wochenendbeilagen. Prisma hat's leider nicht mehr. In der Zeit, wo Prisma noch hinten die Anzeigen von dem Versand hatte, wo die kleinste Nähmaschine der Welt drin war, oder die Mohrrübenpillen, wo du innerhalb von 2 Tagen Haare bis zu den Enkeln, bis zu den Knöcheln gekriegt hast, diese wundervollen Dinge, da war das noch drin. Wussten Sie schon das? Das ist leider vorbei. Ich bin das erste Mal auf diese Rubrik Wussten Sie schon das gestoßen im Pustertal als kleine Banzo von 6 Jahren, weil meine Mama das Beste aus Reader's Digest abonniert hatte. Damit ein bisschen Kultur, wie sie dachte, nach Bruneck kommt. Und da habe ich dann immer geblättert, und da war dann diese Rubrik, wussten Sie schon das? Ich hatte damals schon so einen Hals. Weil bei wussten Sie schon das, kriegst du Antworten auf Fragen, die hast du weder jemals gestellt, noch haben sie dich jemals interessiert, und jetzt hast du das Riss im Kopf. Ja. Und du kriegst das nicht mehr raus. Und dann habe ich mal ehemalige Kollegen, Psycholoren, Z-Y-S-C-H, Psycholoren, gefragt, die in der